Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des SK Sturm Graz. Ich darf unseren Cheftrainer Christian Ilzer und Kapitän Stefan Hirländer bei mir begrüßen. Wir treffen morgen am ersten Spieltag der UEFA Europa League Gruppenphase auf Midtjylland. Spielbeginn ist um 21 Uhr, Einlass ins Stadion um 19 Uhr. Für das Spiel sind aktuell rund 10.000 Tickets verkauft. Tickets gibt es auch morgen ab 10 Uhr in den Sturmshops bzw. danach an den Stadionkassen. Nach dem Spiel wird auch der Einzelticketverkauf für die beiden Heimspiele gegen Lazio Rom und Feyenoord Rotterdam eröffnet. Jetzt aber direkt zum Sportlichen. Stefan, wir haben es gerade gehört, 10.000 Tickets sind bis jetzt verkauft. Es gibt noch ein bisschen Potenzial nach oben. Wie wichtig ist es für euch als Mannschaft, ein volles Stadion, die Fans bei so einem Europacup-Abend? Das kann ich antworten. Unsere Fans, Anhänger sind natürlich ganz, ganz ein wichtiger Teil. Diese Emotionen brauchen wir. Umso mehr Zuschauer im Stadion sind, umso besser ist es. Gut, Stefan, dann mache ich das gleich. Wie möchte man dem Gegner, über den wir in Österreich jetzt nicht so viel wissen, aber der auch quasi ebenbürtig ist, vielleicht mit euch auch was so die Erfolge der letzten Jahre angehen, spielt auch immer oben mit. Wie möchte man dem auch ein Duell auf ein ebenbürtiges Duell liefern? Ja, also ganz wichtig wird sein, unser Spiel am Platz zu bringen. Wir haben Qualität in unserer Truppe, haben das Rüstzeug vom Trainerteam mitbekommen, wie wir da ein gutes Spiel machen können und dann gilt es einfach am Platz, das abzuliefern. Also auf uns sich zu konzentrieren und schauen, dass die Leistung dementsprechend gut ist. Weitere Fragen bitte. Beide Teams hatten die Generalprobe nicht nach Wunsch jetzt absolviert. Ihr mit dem 0:0 gegen Hartberg. Welches Spiel erwartet ihr dann morgen Abend gegen den Gegner? Und was möchte man besser machen im Vergleich zu den letzten Spielen vielleicht? Ja, morgen erwartet uns ein Europa League-Spiel. Es kommt eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Qualität. Haben die letzten Jahre international gut performt. Ich glaube, letztes Jahr 9 Punkte in der Gruppenphase gemacht, davor in der Champions League gespielt. Also, ja, das sagt schon einiges, riesige Qualität. Und wir wollen die Spiele, wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, ist klar. Da gilt es einfach, eine Top-Leistung abzurufen. Ihr habt jetzt zuletzt extrem gut gespielt, viel Ballbesitz gehabt. Ich glaube, du hast auch im Interview gesagt, viele Flanken gehabt, aber die könnten noch ein bisschen präziser sein jetzt in der Liga. Wie wäre es euch denn lieber, wenn ihr dann morgen das Spiel machen müsst und sozusagen auch wieder viel Ballbesitz habt und einfach nur besser finishen müsst? Oder wenn die dann doch mehr täten fürs Spiel? Wie erwartet ihr das morgen? Der Ballbesitz ist nicht immer das Erfolgreiche. Erfolgreich ist ganz, ganz wichtig. Ob wir da jetzt viel Ballbesitz haben, das soll einfach so sein, dass wir sind eine Mannschaft, die es schon sehr gern hat, wenn es zur Sache geht, wenn wir Tempo ins Spiel bringen, wenn es schon hin und her geht und das ein Spiel wird, wo wir gefordert sind. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir das dann erfolgreich gestalten und versuchen, das Spiel zu gewinnen, weil wir wollen natürlich in der Gruppe eine gute Performance abliefern und ein gehöriges Wertchen mitreden. Eine Frage noch, Stefan. Jetzt habt ihr einige neue Teamkollegen bekommen, unter anderem auch jetzt William Böwing. Wie sehr ist man schon wieder eine homogene Truppe? Wie sehr kann man schon wieder Rasmus Højlund vielleicht jetzt ersetzen, der ja logischerweise Fußstapfen hinterlassen hat hier große? Also die Jungs, die zu uns dazugekommen sind, haben super Qualitäten, sind aber ganz kurz erst bei uns, also denen muss man noch Zeit geben. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie eine große Hilfe sein werden. Und aber trotzdem, wenn man so kurz beim Club ist, in einem anderen Land, die Ligen sind immer anders. Ja. Da muss man ein bisschen Geduld haben, aber ich bin mir sicher, in naher Zukunft werden sie uns sehr, sehr viel Freude machen. Stefan, noch eine Frage. Die Interviews nach dem letzten Spiel, kommen noch einmal auf das Klein zurück.
Da wart selber ja auch untereinander recht kritisch. Ich habe dann noch gelesen, seit es 2013, 14 die detaillierte Datenerfassung von Spieldaten und so weiter gibt, war das das Match mit den meisten Torschüssen. 37 Torschüsse und mit 40-4 Flanken. Also das heißt Spitzenreiter in den letzten neuneinhalb Jahren. Habt ihr auch, noch wenn die Daten so sind, habt ihr euch nachher auch ziemlich geärgert nach dem 0-0? Ja, das ist so wie mit dem Ballbesitz. Also ist alles schön und gut, diese Daten und wie viele Torschüsse, Flanken wir gehabt haben. Im Endeffekt ist es wichtig, was dann rausschaut. Und da war die Mannschaft zu Recht sehr, sehr kritisch mit sich selber. Und da gilt es einfach, einen Step zu machen, als gesamtes Kollektiv. Um, auch wenn es schwer ist, ja, solche Spiele dann im letzten Drittel spielerisch zu lösen. Aber ich denke, dass wir die Qualität in der Mannschaft haben, auch in solchen Situationen bessere Lösungen zu finden. Und ja, die Daten sind leider, die täuschen ein bisschen, ja, weil wir hätten natürlich das Spiel gern gewonnen. Gibt es noch Fragen an Stefan Hirle? Ne? Danke, Kevin. Okay. Christian, Midtjylland kommt morgen, der dänische Vizemeister zu uns, eine in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Mannschaft. Wie schätzt du die Ausgangslage zwischen diesen beiden Mannschaften, Sturm Graz und Midtjylland, morgen ein? Jetzt sagst du Midtjylland. Wie heißt es jetzt richtig? Midtjylland. Midtjylland. Einfach mal schnell sprechen. Kein D wie bei Heulum. Genau. Ich habe da gehört, ebenbürtig in der Einschätzung, jetzt lege ich ja nochmal nur Fakten am Tisch, da ist Midtjylland höher einzuschätzen als wir. Wir sind der klare Außenseiter in dieser Gruppe. Waren immer Top 2 in den letzten Jahren, waren Champions League-Teilnehmer. Letztes Jahr, glaube ich, auch mit Siegen gegen Roter Stern Belgrad, mit Sieg gegen Sporting Praga, international immer wieder für Ausrufezeichen gesorgt, Punkt gegen Liverpool geholt. Also es sind schon ein paar Fakten, die da am Tisch liegen. Insgesamt da älter, reifer, routinierter die Mannschaft von Midtjylland. Da ist auch der Reiz und die Aufgabe von uns, dass wir höher gerankte Teams schlagen wollen, dass wir höher gerankte Teams die Stirn bieten wollen. Und das ist, geht morgen los, braucht man nicht klein zu reden. Ein Top-Start wäre oder ist, wenn wir in dieser Gruppe, und das wollen wir auch ein Wörtchen mitreden wollen um die Plätze, dann wäre ein Top-Start gegen den FC Midtjylland natürlich eine Top-Ausgangslage und das ist, was wir morgen anstreben. Eure Fragen bitte. Christian, bis auf Zakaria ist ja gesperrt. Wie schaut die Personalsituation aus? Gibt es nach der Samstagpartie mehr als Wehwehchen, stärkere Verletzungen, Ausfälle? Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Personalsituation schaut so aus, Zakaria gesperrt aufgrund der gelb-roten Karte gegen Kiew. Kitaschwili Janča noch verletzt und ansonsten haben wir alles zur Verfügung. Ja, vielleicht aus Dänisch. Aber ich kann im Deutsch versuchen. Ich verstehe im Moment alles. Gut. Midtjylland hat einen neuen Trainer, Albert Capellas. Früher war er im FC Barcelona. Hat er die Spielsystem oder Taktik verändert in Midtjylland? Was glaubst du? Ja, also jetzt seit zwei Spielen Trainer im FC Midtjylland. Hat einen Auswärtssieg zum Start gegen FC Brøndby und jetzt zu Hause gegen Alba, 0-2 Niederlage. Von der Spielweise sagt man ihm ja nach, ist er so ein bisschen der Cruyff-Erbe, Assistenztrainer bei Jordi Cruyff gewesen und auch bei Peter Bosch diesen geprägten Spielstil dann auch als Trainer verkörpert und da denke ich schon, dass das auch sein Ziel ist, das nach zum FC Midtjylland dann zu transferieren. War auch bei der dänischen U21-Nationalmannschaft auch immer im 4-3-3 unterwegs und hat das auch in seinen ersten beiden Spielen umzusetzen probiert. Vorher war er ja oft im 3-4-3 und jetzt war schon klar, die Viererkette mit den drei spielstarken Mittelfeldspielern, den schnellen Flügelspielern,
mit Kappa einen guten Zielspieler vorne drinnen. Also denke ich schon, dass es in diese Richtung geht, dass sehr ballbesitzorientiert von hinten aufgebaut das Spiel nach vorne getragen wird. Aber wenn ich mir diese zwei Spiele anschaue, war dann doch die größte Stärke das Umschaltspiel, das Konterspiel. So haben sie auch gegen Brøndby gewonnen. Und da sind natürlich Isaksen, Sisto, Dreier, extrem starke Spieler, auch die auch mit Raum sehr viel anzufangen wissen. Und von dem her ist es dann doch auch nicht nur auf dieses Ballbesitzspiel beschränkt. Eine Frage mehr. William Bøving war in Dänemark ein Links-Mittelfelder, Links-Wing. Winger, ja. Aber Sturm Graz spielt ohne Winger, vielleicht. The Fullbacks are our Wingers. Ja, aber was ist der beste Position hier für Bøving? Wir sind das noch dabei herauszufinden. Er hat jetzt im ersten Spiel als Elfer, als hängende Spitze gespielt, neben einem robusten, schnellen Stürmer. Aber ich denke, er kann genauso auf der 8 spielen, er kann auf der 10 spielen. Ich glaube, so wie ich ihn jetzt einschätze, ist die 10 seine beste Position. Dankeschön. Gerne. Jetzt haben die drei Neuen, einige Trainings mehr hinter sich. Ist dir etwas aufgefallen? Man den Weg nach oben zu fragen, noch drei weiteren Trainings wäre vermessen, aber kann man dazu schon ein bisschen mehr sagen? Emeka ist ja schon länger da. Ja, genau. Emeka ist schon länger da. Es geht ganz viel um Abstimmung, auch unsere Intensität dann, dass die auch in Fleisch und Blut übergeht bei den Spielern, dass sie auch diese vielen Aktionen, offensiv, defensiv, dass sie das auch dann ohne Qualitätsverlust hinbringen, dass die Mannschaft die neuen Spieler spürt, dass die neuen Spieler wissen, wie sie die Mannschaft einsetzt, und mit jedem Training, mit jedem Spiel kommen wir da einfach einen Schritt weiter. Aber natürlich hat man speziell in so einem Spiel, wie es dann Samstag war, da hat man dann auch gemerkt, wo es einfach darum gegangen ist, sehr, sehr engmaschige Abwehr auszuspielen, dass da noch ein bisschen an Abstimmung gefehlt hat. Und da haben wir jetzt einfach sehr, sehr gute Lernpunkte draus gekriegt aus dem Samstagspiel. Die haben wir gut aufgearbeitet, 2-3 Trainingseinheiten gehabt. Von dem glaube ich, ja, dass wir schon wieder einen Schritt weiter sind, was das Inhaltliche betrifft, und gruppendynamisch auch mehr. Eine super Hierarchie in der Mannschaft, da gibt es sowieso nicht viele Schwierigkeiten bei uns. Christian, ich habe noch eine ganz andere Frage. Mittelland werden als die Datenkaiser bestimmt, wo sehr viel an Daten dort analysiert und so weiter werden. Sind die ein bisschen Vorbild in der Beziehung, dass man so, dass das einen Sinn macht? Und Trainer und Trainerteam, ihr Bauchgefühl, treffen die Entscheidungen, sind mittlerweile auch die Datenbanken deines Analyseteams schon ein wesentlicher Faktor? Ich sage mal, Mittelland war immer der Spruch, Big Data ist einfach wichtiger als subjektive Wahrnehmung. Aber es ist dann einfach noch salopp nach außen so gesagt. Ich glaube, für jeden Trainer ist einfach eine gut aufgearbeitete quantitative Daten geben, einfach verstärken gewisse Dinge, geben einfach einen vertieften Blick auf die verschiedensten Situationen, die einfach in einem Spiel vorkommen. Und Mütterland war ein Club gemeinsam mit Brentford, die es verstanden haben, sehr früh zu nützen, die da sicher Vorreiter waren. Mittlerweile hat das einfach, ist das Standard in jedem Club. Und das Wichtigste ist einfach, dass man für sich die Daten so aufbereitet, dass man dann auch sinnvoll damit arbeiten kann. Und da kann ich bei mir auf ein super Trainerteam zurückgreifen, dass das wirklich hervorragend macht. Und wir versuchen uns da permanent weiterzuentwickeln, permanent noch detailliertere Informationen aus dieser Vielzahl an Daten, die es mittlerweile gibt, dann rauszuziehen. Vielleicht noch ganz kurz, Christian. 21 Uhr Ankickzeit morgen. Wie ist so der Tagesplan? Gibt es einen Leerlauf oder haben Spieler und Betreuer das alles schön ausgefüllt? Was steht an? Nein, der Tag ist schon gut ausgefüllt. Wir treffen unser
etwas später als normal. Die Spieler haben die Möglichkeit, dass etwas länger schlafen. Die hätten noch keine Kinder daheim. Haben. Auf die anderen wird es auch schwerer möglich sein. Aber wir haben viele, die keine Kinder haben. Also von dem her haben sie einen kleinen Bonus in der Früh. Aber danach geht es dann halt schon sehr kompakt weiter. Wir haben auch noch die eine oder andere Besprechung im Laufe des Tages, wo wir jetzt natürlich auch mit den vielen Spielen versuchen, mit Video den Spielern gewisse Dinge dann näher zu bringen. Aktivierungseinheit am Platz und danach geht's ins Hotel. Gemeinsames Mittagessen. Nachmittag haben wir eine kurze Ruhephase, Spielbesprechung im Hotel und dann auf ins Stadion. Dann erwarten wir einen super Europacup-Abend. Eine Frage noch an beide Herren vorn. Nach dem morgigen Spiel ist am Sonntag dann Klagenfurt mit nicht so weiter Anreise. Und bei den nächsten 4 Europacup-Spielen hat dann Sturm jeweils 3 Tage danach Heimvorteil. Das war voriges Jahr zum Teil ganz anders. Austria auswärts und. Mag das vielleicht doch für die Regeneration schon jetzt so ein gutes, positives, optimistisches Zeichen sein? Ich, ganz kurz, Hilly, dann darfst du, weil ich bin in meinen Gedanken beim FC Mütterland und nicht so weit vorne. Und mehr darfst du dazu sagen. Ich gehe d'accord mit dem Trainer. Ich komme von den Daten nochmal ganz schnell zurück zum Menschlichen. Wie schwierig ist es als Trainer, wenn die Liga schon begonnen hat und quasi rein in eine Meisterschaft nochmal Spieler integriert werden müssen und nochmal an der Mannschaft gefeilt werden muss? Ihr habt die Intensität angesprochen, aber wahrscheinlich auch Spielsystem oder auch, dass die Gruppe miteinander funktioniert. Wie viel Extraarbeit ist es dann oder wie geht man da als Trainerteam ran, das alles sportlich und auch menschlich abseits vom Platz zu packen als große Gruppe? Genau, die Daten haben wir ja vorher durchbesprochen, aber Fußball ist dann auch, oder Trainergeschäft ist dann auch viel, viel mehr dann auch noch das Zwischenmenschliche, das Gefühl auch für eine Situation, das Gefühl für eine Gruppe, Dinge auch zu spüren, aufzunehmen im richtigen Moment, den Spielern auf die Schulter zu klopfen oder einmal den sogenannten Tritt in den Hintern zu verpassen. Und das ist dann, das kann man dann nicht mit Daten vorhersagen, sage ich einmal so. Und das ist auch gut so, das macht unseren Job so spannend. Zusätzlich natürlich gibt da die Geschichte mit den Daten viel, viel Aussagekräftiges her. Aber es ist natürlich nicht die Idealsituation, was jetzt ein Trainer in der Idealsituation wünscht. Da wünscht man sich natürlich, dass am Beginn der Vorbereitung das Team zusammen ist, man das auf über die Vorbereitung inhaltlich sowie gruppendynamisch formt und dann einfach für die Aufgaben bereit macht. Aber es ist eine Wunschvorstellung, wenn man das Business Fußball kennt. Und ja, wir waren nicht so unerfolgreich in den letzten Jahren und von dem her haben sich natürlich auch die Spieler ins Rampenlicht gespielt. Und das war jetzt ja nicht nur beim Rasmus Højlund so, dass da Begehrlichkeiten gegeben hat, dass da Themen gegeben hat für die Spieler. Und es ist auf der anderen Seite ja so, ja, dass für den Club ja wirtschaftlich, wenn man die beiden Verkäufe 2022 von Yeboah und von Højlund dann auf der wirtschaftlichen Habenseite sieht, ist ja wirtschaftlich top gelaufen und das ist halt dann eine Traineraufgabe oder eine Trainerteamaufgabe, aber auch eine Aufgabe von der Mannschaft, dass man dann kurzfristige Änderungen so schnell wie möglich dann die Spieler integriert, gruppendynamisch integriert und inhaltlich dann auch Methoden findet, um die Spieler dann sehr, sehr schnell auf unser Spiel vorzubereiten, auf unser Spiel einzustellen, ist natürlich eine andere Phase, wie ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren auch schon Phasen erlebt, da habe ich sehr, sehr außerhalb von der Gruppe sein können und das war quasi nur im kleinen Detail nachzujustieren, nachzulenken, ansonsten hat das einen richtigen Zug gehabt und wenn dann einfach Schlüsselspieler den Verein verlassen, beziehungsweise auch, es sind ja der eine oder andere Schlüsselspieler auch verletzt und es kommen neue Spieler hinzu, dann gibt es halt, da muss man wieder mehr mittig in der Gruppe sein und da die Hebelstärke in die Hand nehmen und versuchen, dass man das auch in kürzester Zeit sehr schnell wieder dann auf Spur bringt. Und auf Spur bringt, auf Spur hält. Ja. Gibt es noch Fragen? Dann sagen wir danke vielmals. Bis morgen.